Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Jetzt ist es 22.05 Uhr und die Spezialforschung für Celebi müsste freigeschalten werden. Ich melde mich nur mal kurz an und wir wollen mal reinschauen, was der Professor uns zu sagen hat. Eiverschaf, du bist mir eine wirklich große Hilfe bei der Feld- und Spezialforschung gewesen. Ich habe das Gefühl, dass es über diese Welt noch viel mehr zu entdecken gibt und ich bin froh, dabei auf dich zählen zu können. Ich habe selbst ein paar Experimente durchgeführt und vermute, dass ich kurz vor einer neuen aufregenden Entdeckung über ein weiteres, nur selten gesehenes, mysteriöses Pokémon stehe. Könntest du diese Aufgaben ausführen, während ich meine Untersuchungen abschließe? Bitte tu Folgendes: Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon, kämpfe 2-mal in einer Arena und kämpfe in einem Raid. Bing! So, wir wollen gleich mal die Aufgabe machen. Kämpfe 2-mal in einer Arena. Zum Glück habe ich hier natürlich gleich eine Arena am Haus stehen. Da greife ich jetzt einfach 2-mal an. Ich hoffe, die Blauen sind mir nicht böse, dass ich da jetzt mal drauf haue, aber die sind natürlich alle noch sehr hoch geheilt. Jetzt sind wir raus, die Arena können wir leider nicht drehen, weil wir schon wieder weggelaufen sind. Wir nehmen noch 5 Power-Ups bei einem Pokémon. Was nehmen wir da? Mein Glücksrihorn mit 100%, da können wir nämlich ein paar Power-Ups draufgeben. Das schadet nie, das wollen wir eh irgendwann mal entwickeln, wenn Generation 4 dann da ist. Nochmal ein Dank an Iswo, der mir das möglich gemacht hat, der mir seine ganzen Rihorns geschickt hat und eins dabei dann zum Glücks-Pokémon geworden ist, was schon mal cool ist, aber gleichzeitig es auch einfach 100% hatte, was natürlich noch krasser ist. Das müsste jetzt am Maximallevel sein, genau. Ein Power-Up können wir noch machen. Ein Power-Up haben wir noch übrig und das geben wir mal auf unser 100er Gramurx, weil man das auch nochmal weiterentwickeln kann. Und weil das Teil mich so genervt hat immer und ich mittlerweile froh bin, dass ich nicht mehr bewerten muss, da ich schon so viele 100er davon habe. Also hauen wir hier nochmal ein Power-Up drauf. Die Aufgabe ist also auch fertig. 5 von 5. Batsch. Fehlt nur noch ein Raid, den werden wir dann morgen machen. Und dann ist die 1 von 8 auch schon fertig. Da ist natürlich Squawkler, das nehmen wir noch kurz mit. Wenn es funktioniert und das GPS nicht wieder rumspinnt. Los, komm schon, Squawkler, ich glaube an dich. Oh. Yeah, und endlich hat es geklappt, das Squawkler ist da. Und da werfen wir kurz einen Ball drauf. Batsch, daneben, aber kein Problem, das bleibt bestimmt trotzdem drin. 1, 2 und drin im Sack. Wir melden uns zurück, wenn wir einen Raid machen, um die 1 von 8 komplett abzuschließen. Bis dahin. Wir sind zurück auf der Suche nach einem Raid. Wir brauchen ja noch einen für die Aufgabe. Und was haben wir in der Umgebung? Ein Janmar am Friedhof. Ein Flunkiefer im Schwimmbad. Und ein Dreier-Raid geht hinter uns noch auf am Stadtwappen. Ja, aber ich habe immer noch keinen shiny Flunkiefer bekommen. Deswegen trifft sich das ganz gut, dass ich heute noch keinen Raid gemacht habe, habe immer noch keinen Shiny Flunkiefer und es ist auch noch die X-Raid Arena am Schwimmbad, wo wir vielleicht noch eine Mewtwo-Einladung rauskitzeln. Also gehen wir einfach mal dahin, nehmen das Flunkiefer mit, hoffen, dass es shiny ist, haben unsere Aufgabe fertig und dann sind eigentlich alle Sachen von Teil 1 von 8 gelöst und es geht weiter mit Teil 2. Aber ich habe gehört, es gibt natürlich auch neue Kleidung. Also schauen wir mal kurz in die Oberteile rein. Ja, ein Celebi-T-Shirt. Das werden wir uns mal anziehen. Wir müssen uns ja kleiden, dem Event entsprechend. Da kommen schon wieder Leute.
dem Event entsprechen. Das sieht natürlich super aus. So, jetzt sind wir gerüstet für das Flunkiefer. Nehmen den Raid auch gleich noch mit. So, da sind wir also angekommen am Flunkiefer Raid, am Schwimmbad, an der X-Raid Arena. Meinen Account schmeiße ich jetzt auch noch rein, dann nehmen wir den kurz mit. Haben dann gleich die Aufgabe gelöst. Ich habe schon mal die Lobby aufgemacht. Aber ist ja noch Zeit, sind ja noch 80 Sekunden, da kommst du ja noch rein. So, schmeißen wir mal den Pass rein. Bam. Hast du heute schon einen Raid gemacht? Nein. Cool. Da bist du dann sicherlich auch mit der ersten Aufgabe fertig, oder? Also mit der 1 von 8 durch, dass es bei 2 von 8 weitergeht. Na gut, hier sind ja überall Arenen. Musst du halt einfach eine angreifen und dann alles ist gut. Bam. Hast du ja noch gar nicht das neue T-Shirt angezogen. Da gibt es doch jetzt extra ein grünes T-Shirt, jetzt wo es Celebi gibt. Was man sich einkleiden kann, was man hier schön sieht, ja, in der Lobby. Ach, du hast ja einen eigenen Bildschirm. Ja, wie kommst du nur darauf? Was ist denn da los? Der Ole kommt jetzt auch. 16, 15, 14, du weißt doch, Black 13, ich. 12. Sollen wir jetzt nochmal raus oder willst du alleine machen? Okay. Dann alleine halt. So, und der Raid geht los. Also, mal gucken. Hauptsache X-Raid Arena. Ein paar Freundschaftspunkte, ein paar Bären. Sternstaub natürlich, ganz wichtig. Wir mussten ja gestern so viel nutzloses Zeug pushen, um die Aufgabe zu erfüllen. Nee, ich habe nur sinnvolle Sachen gepusht. Es hat sogar Wetterboost, 1029. Was hat deins? 1020. Oh, da sehe ich nichts. Vielleicht soll ich es erstmal fangen. In Ruhe. ...1035 ist das höchste, aber so wie es aussieht, kein Shiny. Bei niemandem, warum auch? Es gibt nur einen Menschen auf der Welt, der einen Shiny hat wahrscheinlich. Und der kann es mir nicht geben, weil er keinen Staub hat. Oh, da hinten hängt noch ein wildes Ursa-Ring rum. Oh, da laufe ich jetzt nicht schon wieder hin. Ich habe letztens schon eins wild gefangen, deswegen. Die sind auch in letzter Zeit öfters da gewesen. So, gut, das war der Raid an der X-Raid Arena. Jetzt müsste die Aufgabe, achso, das können wir eigentlich gleich mal abholen. Mal hier rüber, Spezial. Das erste, das zweite, das dritte durchgedrückt. Genau, können wir unten noch die 10 Pokebälle abholen. Und die TM und die Brutmaschine. Bam, bam, bam. Alles super. Und da geht's weiter. Den Text könnt ihr euch ja selber durchlesen. Den muss ich ja nicht vorlesen. Den hat ja jeder selber stehen. Ein Sprung in der Zeit. 2 von 8. Schließe 3 neue Freundschaften. Entwickel ein entwickeltes Pokémon vom Typ Pflanze. Und fange 3 Tage hintereinander ein Pokémon. Ja, das macht man ja eigentlich eh jeden Tag. Müssen wir mal schauen. 3 Freundschaften können wir dann als nächstes mal machen. Aber das seht ihr dann im zweiten Teil bei der 2 von 8. So, das war's für heute. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.